Der war. Ich bin mal wieder zur Abwechslung mit ein paar, wie man sieht, Muddy Labs. Mit dir schön erfahren. Mittlerweile, meine Damen und Herren, ist es tatsächlich passiert. Die Newman-Felgen sind gekommen und ich habe meinen Laufersatz aufbauen können. Mit Hydra. Sehr geil. Sonne ist mittlerweile draußen, das Wetter ist deutlich besser als gedacht. Es wird trocken und das sehr schnell. Ich habe meine Gabel schon eingestellt, werde jetzt wahrscheinlich noch meinen Dämpfer einstellen, fertig. Also Highspeed Compression noch. Mach doch einfach bloß, ha. Es ist meine Fresse. Das fühlt sich verdammt geil an hinten.
Kühe machen sich bereit zum Trackwalk auf dem Antonius Trail oder dem Flowlink. Ach du Scheiße. Wirklich gut. Ich habe es jetzt endlich mal, ich würde sagen, jetzt mal gut eingestellt bekommen. Ich habe gestern nochmal Volumenspacer vorne in die Gabel eingebaut, habe dementsprechend nochmal Luftdruck alles anpassen müssen mit Zack. Habe dann heute die Highspeed Compression eingestellt, Lowspeed Compression und Rebound habe ich alles auf den Einstellungen gelassen, wie ich es davor auch hatte. Es hat tatsächlich erstaunlich gut funktioniert. Ich habe die Highspeed Compression hinten am Dämpfer eingestellt bekommen, halbwegs zumindest. Das gefällt mir jetzt sehr gut. Ich habe deutlich mehr Gegenhalt am Heck. Ist jetzt wieder ein bisschen mehr auf einer Höhe mit der Gabel, weil ich ja zuvor gedacht hatte, dass ich vielleicht nicht doch eine härtere Feder reinbaue und ich habe auch schon Efforten angeschrieben, deswegen. Oh, 19% Akku, ich hoffe, der reicht für eine komplette Abfahrt, ich glaube es nicht. Also falls ich irgendwann weg bin, war schön. Meine Hände, Hilfe! Der Wort sind so steasy. Oh Gott.
Das fühlt sich so geil an, da einen Zugi zu machen. Kein macht es selber, ihr könnt es nicht glauben, was das für ein geiles Feeling ist auf dem Sprung. Boah Gott, ein Jonas-Trail, einer meiner Lieblingstrails hier. Das war richtig knapp. Ich bin auf jeden Fall froh, meine Kraft ist langsam wieder da von der Saison davor. Das letzte Mal, als ich hier war, habe ich echt keine paar Meter durchgehalten. Meine Achsen haben wehgetan, meine Hände. Mittlerweile geht es wieder. Also ich kann wirklich einen Run ohne Pause durchfahren, was sehr gut ist. Und ich habe auch die Griffe wieder zurückgewechselt auf die GI1 Evo. Als Test, ob der Armpump dann weg ist bzw. schwächer ist als mit dem GDH Team. Und tatsächlich ist es so. Ich werde jetzt später, ich weiß nicht, ob ich Zeit dafür habe, aber wenn ich zum Auto nochmal komme, werde ich nochmal die GDH draufbauen und das dann nochmal so testen. Aber die GE1 funktionieren deutlich besser. Danke. Oh, diese Kurven sind so geil. Der andere Teil vom Hangman 2 macht echt richtig Laune. Keine Bremswellen mehr, noch nicht mehr allzu viele. Und so schöne Anlieger. Aua. Macht echt richtig Laune. Marshall Enduro 120, aha. Fahren die dieses Jahr EWS auch auf dem Trail? Oder EDR? Oh Gott, ich weiß ja nicht, wo es weitergeht.
Ja, die Scheibe gönnt sich. Aber richtig. Ja. Jetzt hat es mir das Heck kurz verschlagen. Aber nur ein kleines bisschen.